Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seasons mit mir, Alex. Das letzte Spiel war extrem hart und extrem spannend. War 0-0, ging es ja aus. Sorry, wenn ich euch jetzt gespoilert habe, aber das Spiel kam schon letzte Woche. Hätte ihr genug Zeit gehabt zu schauen. Aber jetzt spielen wir gegen Paris Saint-Germain. Ich finde es gut, wir spielen nicht mehr so oft gegen Real Madrid. Wir haben letzte Folge gegen Chelsea gespielt. Es war ein hart intensives Spiel, sehr offensiv geprägt, sehr geil. Hunderte Torschossen, leider kein Tor auf beiden Seiten. Jetzt spielen wir gegen Paris Saint-Germain. Jetzt müssen wir mal wieder gucken, wie es hier läuft. Wir sind, wie gesagt, in Liga 8 schon seit dem... Das letzte Spiel war ja das erste Spiel in Liga 8. Das ist jetzt das zweite Spiel in Liga 8. Aber das seht ihr auch im Titel. Jetzt ist wieder jemand, der hier hart tricksen will. Jetzt habe ich wieder ein Problem natürlich. Aber egal, ich kann ihn auch einfach ausnocken. Scheiße. Warum läuft er da gegen den? Okay, der Ball war ein bisschen hart langsam gespielt. Ich hätte es hoch versuchen müssen. Ich treffe gerade nicht immer die richtigen Entscheidungen, was ein bisschen problematisch ist. Was aber auch immer an der Kürze der Zeit liegt, die ich zum Reagieren habe. Okay. Das ist fies gerade hier. Boah. Da habe ich echt Angst, dass in der Mitte dran kommt. Der scheiß Ibrahimovic. Die spielen auch echt krasse Bälle, muss man sagen. Ach komm, was sind das schon wieder für ein Scheißball, wo der dann noch 10-mal drankommt? Ach. Komm. Ja. Werf. Auf geht's. Lauf doch. Lässt er sich da abhalten im Laufen? Das geht doch gar nicht. Ach, schade. Da ist der Spieler in dem Moment zu weit hinten. Zu weit vorne schon. Ach, komm. Das war jetzt echt schlecht. Das war auch von ihm wieder schlecht. Nein, das ist immer mein Problem, Mann. Der macht teilweise nicht... Spielt nicht dahin, wo ich hin will. Das war echt kritisch, der Ball. Ach komm, Mann, wie war der denn ausgeführt? Der sollte natürlich ganz nach vorne gehen. Ist doch klar. Direkt zwei Leute da gewesen. Mein Aiming, wohin der Ball soll, ist echt scheiße, ne? Schade. Da standen zu viele Spieler und meine Spieler waren unpositioniert. As fuck, Alter. Erstmal hier raus. Das war nämlich gerade hier ein bisschen zu behindert. Okay, jetzt dahin. Das ist nicht schlecht. Komm. Guter Kopf. Nein, der geht vorbei. Er kommt vorbei. Lewandowski hätte eine gute Kopfballchance gehabt, aber nein, hat er sich selbst versaut. Jetzt sind die echt gerade über die eine Seite extrem stark. Da werden die auch gleich hinspielen, wenn sie nicht ganz... Oh, sie spielen in die andere Seite, wo sie nicht so stark sind. Das ist natürlich super. Also für mich. Uah, das war echt knapp, den darüber zu spielen. Nein! Komm! Oh, scheiße. Renn doch hin, Mann. Das war ja dumm aus... Obwohl, nee, ich war eh am Ball. Von daher war es nicht dumm. Der wäre eh, wenn das ausgegangen wäre, für die gewesen. Von daher war es nicht schlecht, sondern war es eher... Gut, das so umzusetzen. Och genau, er hält ihn halt einfach. Von Lewandowski schön ins Eck geschossen, er hält ihn. Schade. Ich mach da in die Mitte. An den 16er natürlich. Oh shit, der war zu weit. Das war nicht gut. Ah, das war auch nicht gut. Das war nicht gut. Das war in die Menge reingespielt. War abseits oder was? Ja, war abseits. Scheiße. Mann, diese Spiele sind alle so intensiv in Liga 8. Das gibt's gar nicht. Ja, es war klar, dass er so eine Scheiße macht. Ah, komm, jetzt müssen wir aber aufpassen hier. Das war klar, dass er auch dahin spielt. Dass sich aber der da so einfach verarschen lässt, war nicht klar. Da haben wir ihn hart weggenockt. Komm, lauft, Leute. Nein. Also die Leute laufen echt teilweise ein bisschen...
Alter, was war das für ein... Das war ja ein Kindergarten-Foul, Mann. Die Leute laufen bei mir echt teilweise ein bisschen unkoordiniert. Das war jetzt ein Foul, ja. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Was machen die denn da, ey? Hm, Torwart. Warum direkt darüber? Ich wollte, dass er gechillt zu dem einen Abwehrspieler noch spielt. Und er spielt ihn direkt drüber. Yo, Mann. Das Spiel ist echt schon wieder so ein Spiel, was ich nicht brauche. Wie in der letzten Folge auch. Extrem spannendes Spiel. Und ich kann gerade keine Tore gut machen. Das ist scheiße. Aber ich merke auch, ich bin in der Abwehr gut. In solchen Spielen hätte ich, glaube ich, schon teilweise bei anderen Spielleistungen schon derbe auf die Fresse gekriegt, wo meine Abwehrleistung nicht so gut war in anderen Spielen. Oder teilweise, sehr oft ist sie ja nicht so gut. Ach komm, ich komme einfach nicht durch, wenn auf einmal so viele Abwehrspieler sind. Ach Gott, das ist echt scheiße, wenn man dann direkt 2 Sekunden später wieder den Ball verliert. Ballbesitz haben die auf jeden Fall mehr. Das ist klar. Kommt mir auch ganz eindeutig so vor. Der ist drin. Mann, das ist ein scheiß Slatan Ibrahimovic, Mann. Der kann schießen, von wo er will, das Ding sitzt, Mann. Ich darf den einfach nicht schießen lassen, Mann. Meine eigene Schuld. Ich kann es nicht reinmachen. Man bleibt halt stehen, anstatt einfach weiterzulaufen, ne? Das ist halt schon ein großes Problem. Er fault ihn einfach um. Ach Gott, Leute, das ist echt schwer jetzt gerade. Der hält aber auch immer die Bälle. Ich mach mal gerade so. Alter, echt, dann laufen diese Spieler sogar von aus der guten Position, die sie haben da zum Kopfball, laufen sie sogar weg. Ist doch nicht denn ihr Ernst. Oh Gott. Es läuft gerade echt nicht gut. Ich guck mir mal die Chancen an. Moment. Alter, haben die eine Chance mehr? Wow. Ballbesitz habe ich sogar mehr. What the fuck, das kam mir ganz anders vor. Dass ich gar nicht so viel Ballbesitz habe, sondern mehr die, weil ich irgendwie immer gefühlt wieder... Immer diese scheiß Haken überall. Ich mache sie selbst teilweise, weil sie halt total easy sind. Aber sie sind halt voll nervig. Ach komm, Mann! Das war schön Ball getroffen, Mann. Richtig lächerlicher Elfmeter schon wieder. Danke. Du kriegst den nicht. Ja, er kriegt den. Lauf doch los, Mann, vorher. Warum läuft der Wichser nicht los? Da krieg ich echt schon wieder die Pest bei. Sorry. Komm, jetzt machen wir auch Schnauze voll gerade. Den Ball nicht von dem Typen weg, nur weil der so fett ist wie ein Spasti. Juckt mich nicht. Glaubst du, ich lasse dich nochmal in die Mitte reinlaufen oder was? Boah. Hab aber hoffentlich keine rote kassiert, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Bei denen ist alles möglich. Ich hasse es halt einfach, die ihre Spiele sind teilweise genauso schnell wie meine. Was halt für mich so der absolute Abfuck ist, den es gibt. Wenn meine schöne Bombe hier nicht funktioniert. Ach komm, er hält ihn halt, weil er auch so zentral ist. Ich wollte ihn eigentlich weiter links schießen, hat aber keine Zeit mehr, um den vernünftig auszuführen. Komm, jetzt so, auf geht's. Ach komm, er lässt ihn so behindert. Komm, lauf.
Da oben steht keiner, wo ich hinpassen kann. Geil. Was? Der war für ihn? Boah, er drückt jetzt Halbzeit. Okay, kann ich mal kurz gucken, ob irgendwie bei mir jemand eine gelb-rot kassiert hat? Nee, hat er nicht. Okay, von der Physis sieht nur alles ganz gut aus, wie gesagt. Deswegen ändern wir auch gerade gar nichts an meiner Formation. Okay, ich laufe trotzdem durch, obwohl ich den Vorteil hatte. Dass ich jetzt später gedrückt habe. Ich habe halt die Türen aufgemacht teilweise. Ich muss aber hier jetzt auch gerade querlaufen. Lauf. Wie lange braucht er denn, um sich den Ball zurechtzulegen? Was soll die Scheiße? Wir sollen den Ball direkt weiterspielen und er verkackt sein. Und der reagiert gerade überhaupt nicht. Boah. Und da habe ich gerade echt mit dem Ball aus dem Strafraum rausgespielt. Ach komm. Die stehen aber auch auf einmal zu 20 hinten. Die sind echt schwierig, weil die... Abseits. Ist kein Abseits, ist klar. Komm, schmeiß den Ball raus. Er geht halt direkt wieder zu dem Spieler. Wenn der reingeht, wäre ich jetzt ausgerastet. Komm jetzt, go, Mann. Ich bin noch sehr aggressiv. Komm, ho, 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 ho. Alle nach vorne, Mann. Teilweise fehlen mir immer noch vorne, Männers. Oh. Lauf, lauf, lauf. Dieser Wichser da, Alter, der ist so schneller als mein Typ hier. Du bist nicht wendiger als mein Typ. Oh. Mann, ey. Dann kriegt er mich in dem Moment, es ist halt einfach kein Foul. Okay, jetzt ist die Scheiße hart am Dampfen. Jetzt ist die Scheiße richtig hart am Dampfen. Komm, bitte. Nein, es war kein Abseits. Es war genau kein Abseits. Okay, es war doch Abseits. Ein Vorteil, wenn man so offensiv spielt, ist, dass die Gegner oft in den Abseits laufen können. Jedenfalls theoretisch können sie sehr gut in der... Reagiert doch mal, Mann. Meine Spieler reagieren teilweise gar nicht. Sie stehen in der Nähe und hier wie jetzt brauchen erstmal 3 Anläufe, bis ich sie auswählen kann. Das geht doch nicht, Mann. Jetzt fange ich mich echt wieder an aufzuregen. Was soll die Scheiße, Mann? Die sind so nah dran und kriegen sich... Und ich drücke auf den Knopf und die werden nicht ausgewählt. Ich habe in die Mitte gedrückt. Irgendwie jucken den anscheinend auch Fouls nicht, wenn die machen, ne? Hallo, was meckert der da, Junge? Steh auf, du Fettsack, Mann. Man steht er da rum und meckert behindert rum, Alter. Er soll sich bewegen, die faule Sau. Mann, ich krieg's nicht hin, auf ein freies Tor zu schießen, weil der Winkel auch einfach so scheiße war. Das ist echt meine Schuld gerade. Im Ernst. Hoch, 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 hoch. Hallo, ist da jemand? Ja, ist jemand. Lauf, 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 lauf. Er kriegt ihn nicht. Mann, was macht der da hinten, der Robben, Mann? Was geht hier gerade ab, Mann? Ich krieg's gerade nicht gebacken. Was für eine Kuddelmuddel-Scheiße. Ach, er wird ihn weg in dem Moment, statt dass er diesen Ball macht, den ich immer mache, mit dem Zurückspielen. Er ist verletzt. Lauf. Muss jetzt irgendwas machen, mit dem er nicht rechnet. Sehr gut. Genau dahin sollte der Pass gehen. Nicht, Mann, verdammte Scheiße. Nicht. Das Spiel ist echt gerade nur noch so wegen dem Abseits. Warum ist das Spiel, das Feld gerade so dunkel?
Die Spieler laufen halt auch nicht in die freien Räume. Was soll ich da machen, wenn die nicht in die freien Räume laufen? Na, das war's vom Spiel, so mehr oder weniger jetzt. Komm, hol dir den Ball, Mann. Auf geht's. Schade, Leute. 1-0 verloren durch so einen scheiß Ibrahimovic-Standardtor, weil der ein... Das macht halt diesen scheiß Unterschied gegen die scheiß Gegner aus. Eine Möglichkeit, ein Tor, weil es Ibrahimovic ist, weißt du? Das war einfach so... Klar, sie hatten viel mehr Chancen, wie man hier auch sieht. Hat noch mehr Chancen als... Nee, ich hatte sogar mehr Chancen. Geil. Das ist, weil ich die Bälle einfach auch in der zweiten Halbzeit jetzt nicht reingekriegt habe. Das ist mein großes Problem gewesen. Ich stand teilweise zweimal vom Tor frei und habe es nicht am Tor vorbeibekommen. Na gut. Das war's auf jeden Fall von der heutigen Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich läuft es dann besser in der nächsten Woche. Ciao.